So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Forza Horizon. Heute im Porsche Cayman GT4. Aus dem letzten, ich glaube, letzte Woche schon in Porsche Pack, also für mich letzte Woche. Für euch denke ich mal auch. Wir sind gerade am Montag auf, dem Ostermontag, genau, der war's. Und hier, das ist ja der wunderschöne Cayman GT4. Also der normale Cayman, der geht schon klar. Ich meine, kann man schon mal gönnen, aber jetzt noch als GT4-Variante. Mit 385 PS, das läuft auf jeden Fall. Und der netten Theke. Und an sich, der sieht doch übelst geil aus, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Auch diese Front. Ich meine, es ist so ein bisschen Porsche-typisch, aber das sieht böse aus. Vorne noch mit der kleinen Lippe da unten. Und boah. Auch die Seitenlinie schön, auch wenn Porsche-typisch. Klar, auch hier noch so ein großer Einlass an der Seite. Die richtig geilen Felgen. Dann hinten dieses Gedicht von Spoiler. Und unten mit nicht angeordnete Endrohre. Ist das nicht geil? Den werden wir mal fahren, natürlich erstmal auch ein wenig tunen. Ich meine, da werden wir sicherlich nicht viel machen können. Der Cayman GT4 ist natürlich schon nah an das angelehnt, wonach auch benannt wurde, nämlich an der GT4-Serie. Und diese Fahrzeuge sind ja auch schon eigentlich relativ nah an den Serienfahrzeugen dran. Wenn man das überhaupt Serienfahrzeug nennen kann. Alter, der geht doch richtig tief. Das gefällt mir. Ich meine, der hängt schon so ein bisschen am Kotflügel drin, aber mir ist das scheißegal. So, gewichtstechnisch sind wir bei gut 1,3 Tonnen. Bei, ja, fast 400 PS, das ist, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Aus einem 3,8 Liter Boxermotor, 6 Zylinder. Der geht auch leichter und der geht auch eine ganze Menge leichter. Heilige Scheiße. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, ne? Machen wir mal so. Das ist, glaube ich, auch noch ausreichend. Ich meine, der Wagen war an sich vorher auch schon nicht schwer. 1,3 Tonnen ist auch für die Leistung, das ist nicht viel. Hier den ganzen Scheiß wieder einbauen, logischerweise. So, reifentechnisch, so, wir haben vorne drauf 2,45er. Ja, breitere stehen ihm auf jeden Fall. Und hinten haben wir 2,95er und das geht dann auf 305er, was ich auch liebend gerne mache. So, Reifenmischung, es gehen sogar Rennreifen, die ich rauf machen werde. Weil, ich meine, der hat schon gute Reifen, serienmäßig, aber trotzdem, machen wir Rennreifen, machen wir Horizon-Reifen rauf. Nein. Den anderen Reifen werden wir jetzt auch tun, so Felgen. Wenn die schönen Porsche-Felgen, auch mit dem GT4 innen drin, Totalverschluss, die lassen wir auch. Aber ich glaube, hätte ja noch. Ich meine, das sind. Was? Leute, wie wollt ihr mir bitte erklären, dass das da vorne 20 Zoller sind? Das sieht klein aus irgendwie. Aber 20 Zoll ist es mega riesig. Eigentlich. Das sieht gar nicht mal so groß aus. Naja, komm. Tinten. Oh. Geht's von 20 auf. auf 22er. Ja, nee, ist. Obwohl. Nee, ja. Hinten sind 21er, denke ich mal, in Ordnung. Ja, also die Felgen, die sind schon nicht gerade klein. Was ich auch gut finde. So. Spoiler-technisch. Vorne brauchen wir nicht. Und hinten sieht's, denke ich mal. Ja. Also, für einen Forza-Spoiler, das geht noch. Erinnert jetzt so ein bisschen noch an den GT3 RS. Aber wir lassen einfach den Normalspoiler drauf. Weil der sieht einfach Porno aus. So, umbauen tun wir eigentlich nichts. Aber ich kann ja mal gucken. Motor wechseln könnten wir auf einen. Wir könnten den Motor vom GT3 RS einbauen. Den 4 Liter Boxermotor, 6 Zylinder. Das ist natürlich geil, ne? Aber wir lassen den Motor mal so drin. So, Antrieb wechseln. Wahrscheinlich auf Allrad. Jep. Brauchen wir nicht. Und wir könnten Turbo reinklatschen. Oder sogar einen Kompressor. Aber nein. Alles, nein, nein und nochmals, nein. Ich kann auch hier was einbauen, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob wir da mehr Leistung brauchen. Ich meine, das klingt erstmal nicht viel, 385 PS, aber auf jetzt nur 1,2 Tonnen. Ich meine, wir sind jetzt auch bei unter 4 Sekunden auf 100 für einen Handschalter. Das ist in Ordnung. Top Speed über 300. Die Frage, ob ich mal Leistung brauche oder nicht. Also ich würde eigentlich sagen, dass ich wieder mal keine Leistung brauche. Bei Porsche ist ja meistens genug Leistung. Ich würde auch mehr auf Performance gehen und nicht noch mehr auf Leistung. Weil eigentlich, ich bin dann vorhin schon vor ein bisschen Test gefahren. Logischerweise. Der ist eigentlich schon ziemlich gut so mit der Leistung, das passt schon. Wir haben jetzt auch noch weniger Gewicht als normal, deswegen das wird eigentlich mal ganz gut klappen. So, farbentechnisch gucken wir auch mal.
Ja, das Gelb, das kann schon auf jeden Fall was. So, Herstellerfarben, wir haben ja so ein Gelb, dann Rot, helles Rot oder helleres. Halt so ein bisschen noch dieses GT3 Rot, finde ich. Dann Blau, ja, Blautöne, Schwarz, also Silber, Weiß. Ich lasse, können wir Gelb lassen. Die Felgenfarbe, ich, nein, da, die würde ich auch lassen, weil die mir persönlich jetzt sehr gut gefällt. Ja, die Felgen, also die sind schon echt nice. An sich, Porsche-Felgen sind meistens ziemlich nice. Okay, beim Panamera fand ich jetzt nicht ganz so übertrieben gut, aber das kann man, denke ich mal, trotzdem machen. So. Gehen wir mal raus. Und das ist das gute Stück auch. Man gönnt euch mal, wie geil der aussieht. Mein Cayman war bisher nie so der mega aggressive, böse Porsche, aber jetzt der GT4. Ach, halt die Fresse, Anna. Aber jetzt so der GT4, ja, der sieht schon böse aus. Mal der Tegel hinten, die ich ziemlich geil finde. Sieht auch gar nicht, ist auch nicht so riesig wie beim GT3. Würde aber bei dem Wagen nicht passen. Weil er trotzdem noch so ein bisschen runder aussieht. So, ich fahre mal zur Straße vor. Das ist gerade hier ein Yara Valley. Was hat mich schon mal eine Sache beim Serien GT4 gestört? Ich wollte Cayman sagen oder GT4, aber ich glaube GT4, das kann man eigentlich sagen. Ich kenne eigentlich aktuell nur einen Porsche, der GT4 im Namen hat, und das ist natürlich der hier. Was mich am Serien Porsche gestört hat, war die Übersetzung. Weil die ist einfach zu lang. Fand ich jetzt für mein Erfinden. Jetzt, ich kann erstmal gucken, wie die jetzt gerade so ist, bevor ich hier noch was weiter einstelle. So, stoppen wir hier kurz. Ist halt ein Handschalter, kein PDK. Aber es hatte ich ja auch leichter. Die ist schon mal deutlich kürzer als beim Serien-Porsche. Das sehe ich jetzt schon. Okay, ja. Die geht schon mal so und das, was ich mir vorgestellt habe. Wir machen das alles hier ein bisschen länger. Dann wieder kürzer machen zu können. So, wir fangen mal mit dem sechsten Gang an. Ist immer so Top Speed 310 reicht, wenn wir den haben. Das werden wir eh auf keiner Strecke eigentlich ausfahren können, nur halt auf der Autobahn. Vielleicht. Da kann man das auf jeden Fall ausfahren. Reißen, wir brauchen gar nicht so viel. Deswegen kann der sechste Gang eigentlich nur so, gerade so, wie er muss. Aber ich finde 310, das ist doch noch eigentlich ganz angebracht. So. Machen wir hier. Gitter 2. Nochmal wieder hoch. Da müsste da wieder so 310, 311 stehen. Hier 311, das ist eigentlich in Ordnung. Erster Gang, der braucht auch theoretisch nicht so übertrieben lang. So. Also der Nachlauf, ey. Ich weiß eigentlich gar nicht. Stoß, ja. Schabbis sind verhältnismäßig weich eingestellt. Aber ich glaube, das tut dem Wagen auch gar nicht mal. Ist nicht mehr so schlimm. Okay. Also hier, die Federn sind hinten ziemlich hart. Ich meine, ist aber auch eigentlich gut. Weil der da hinten viel Gewicht ist halt ein Mittelmotor. Also der Motor sitzt direkt hinter der Fahrgastzelle. Deswegen kann das hinten auch gerne ein bisschen härter sein. So, lasse ich eigentlich alles. Zur Aerodynamik. Kann ich überraschenderweise nichts ändern. Ob er den Spoiler dann echt verstellen kann, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber könnte ich mir aber schon vorstellen. Also beim GT3, da geht zumindest. Beim 911 GT3 RS. Kannst du die Theke, glaube ich, in drei Stufen verstellen, aber hier anscheinend nicht. Wenn, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber es hilft ja trotzdem was. So, gucken wir jetzt mal. Ja. Mal kurz. Mein Auge juckt hier wieder. Ja, das sagt mir schon mal zu auf jeden Fall, die Übersetzung. Komm weg hier, AMG. Oh, hoi, 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 hoi. Die wies es aber sehr, sehr schön. Ja. Da war der Porsche wohl zu schnell. Die Kurvenlage ist geil, aber ganz so gut schafft das doch nicht. Ich fahr einfach mal weiter geradeaus. Das Wagen hier nicht zu fahren. Das Headlamp, das ist schon ziemlich geil. Ich komme aus dem Cockpit hier. Ich
sind wir noch Handschalter. Spart halt Gewicht beim PTK. Ist schaltet ziemlich schnell, ist auch geil, aber kostet halt auch Gewicht, ne? Doppelkopplungsgetriebe. Das glaube ich auch, es ist überhaupt in der GT4 erlaubt. Also Rennserie da so ein Getriebe zu haben. Doppelkupplung, ich weiß gar nicht. Kommt leider mit GT4 eigentlich überhaupt nicht aus. Ich weiß halt nur, dass es halt relativ oder doch relativ nah an den Serienfahrzeugen sind. Nicht die überkrassen Rennwagen. Da ist nämlich GT3 deutlich mehr. Da wird deutlich mehr in den Autos verändert als an der GT4. Ah ja. Kann auf jeden Fall was. Ich kann mal kurz auch mal den Vergleich machen und mal kurz mit Kupplung fahren. Quasi alles selber schalten, so wie es sich auch bei dem Wagen eigentlich gehört. Ich bin eingefangen, jedes Auto mit Kupplung, auch weiß ich jetzt irgendwie so die dicksten Lambo waren mit Kupplung. Oder so die krassen Supersportwagen. Die eigentlich alle ein ultraschnelles Getriebe haben, aber naja gut. Wenn die meinen, das geht schneller, sollen sie machen. Ich denke, das bringt eigentlich nichts. Als Beispiel jetzt der GT3 RS, der neue hier, der Generation 991. Mit Kupplung fahren ist da unnötig. So, wir gucken mal hier. Ich kann ja mal, genau, ich mach das mal so. Gute 2000 Drehung. Ist gegangen, ein bisschen wie jetzt bin. Aber sonst, der geht gut, ne? Das für nicht mal 400 PS. Muss man auch nochmal betonen. Ich meine, der wiegt trotzdem nichts, aber wirklich. Das ist nicht schlecht. Bremsen waren auch gut. Ich kann auf jeden Fall mit leben. Zack. Oh, der Sound ist geil, ne? Boah, Digga. Genug des Erfreuens hier. Zumindest auf der normalen Landstraße. Ich schalte mal wieder oben für die Rennen auf normale Schaltung. Denn natürlich wollen wir auch mal zeigen, was der Cayman hier so kann. Deswegen halte ich es für ziemlich angebracht, Rundstreckenrennen zu fahren. Und das sticht mir einfach so ins Auge. Ich meine, es ist ja auch ein geiles Rennen, keine Frage. Jetzt mal das Cockpit. Was auch geil aussieht. Der Sound ist auch geil im Cockpit. Ich meine, Porsche mit diesen Boxermotoren, das ist einfach so geil. Nur leider hat ja der neue Cayman, der heißt glaube ich 718 Cayman oder auch hier der 718 Boxster. Haben jetzt leider noch Vierzylinder-Motoren. Hat auch eine Anlehnung an den Porsche 718, die auch hier im Spiel ist. Ist immer noch ein Boxermotor, aber halt nur ein Vierzylinder mit, ich glaube, 2,5 Liter Hubraum. Man hört sich auch noch für einen Vierzylinder geil an, aber ist halt kein Sechszylinder Porsche. Und da kann ich ein Foto machen. Finde ich ein bisschen schade. Was ich auch schade finde, ist, dass die neuen Carreras, dass die auch ein Turbo haben. Aber vorher war es, glaube ich, 3,6 oder auch beim Carrera S, glaube ich, 3,8 Liter Sechszylinder Boxer als Sauger. Jetzt halt nur noch ein 3 Liter Sechszylinder Boxer Motor mit Turbo. Man hört den Porsche Sound noch raus, aber das ist halt nicht mal so geil. Dieses blöde Downsizing. Wo der nach Porsche ein wenig mitgefahren ist. Man hört, der GT3 RS hat immer noch den alten Motor. Kein Turbo oder nicht weniger Hubraum. Ist genau gleich geblieben. Aber halt Cayman und Carrera, die sind halt alle jetzt mit Turbo. Weniger Hubraum. Halt der Cayman und Boxer sogar weniger Zylinder. Gut. Aber da gibt es noch den 918. Das war jetzt zum Glück noch ein Sauger. Ein richtig geiler Sauger, ey. Der geile Rennmotor. Der war, glaube ich, aus irgendeinem Le Mans-Wagen von Porsche. Da war auch ein Forza 6 drin. Heißt der Porsche. Was, RS Spider oder so? Halt so ein gelber. So ein gelb-roter. Ich hoffe, ihr wisst, welchen ich meine. Das ist noch ein geiles Ding. Deswegen Porsche, die bauen einfach übelst geile Motoren. Und der Sound ist einfach göttlich. So. Yarra-Valley Wiesenlandschaft Rundstrecke. Machen wir mal. Welche Klasse ist der überhaupt? Also, welche Wagenklasse? Da weiß ich gar nicht. European Sports Cars. Okay, 3 Runden wird er mit mir fahren. Am Morgen. Sieht nicht nach Regen aus. Das ist natürlich eine geile Klasse. Sind wir zuletzt gefahren, glaube ich, mit dem Alfa Romeo 4C. Und sonst, glaube ich, auch gar nicht so weiter. Und der 4C, der war auch ziemlich geil. Aber das ist halt ein Porsche. Das ist nochmal. An sich, weil er ein Porsche heißt, das muss schon was heißen. Dass er nicht so schlecht sein kann. So,
Ja, nette Wägelchen sehe ich hier schon. Wir gucken mal, was hier alles so Schönes mitfährt. Entschuldigung, und zwar noch der Lotus Evora S. Ein älterer Lotus Elise, Tivar Zagreus. Ach du Scheiße. Riesiges Teil. Dann noch ein SLK. Tada. Der M2 ist ja auch unnice. Ja. Das hat noch mein Porsche. Okay. Interessant. Erstgang ist quasi nur zum Anfahren und um in den zweiten zu kommen. Ja. Oh, was kommt denn da links an? Kurvenlage ist nice, ne? Bei 190 km/h. Warum muss ich hier die fette Kurve fahren? Kann man. Auf jeden Fall. Hallo. Porsche, ja. Das hat die Tibia nicht so gut gemacht, aber die ist halt mega schnell. Allerdings, das wiegt ja auch nichts. Das ist wirklich mega hässlich, aber anscheinend wirklich sehr schnell. Rechter Gang hier. Ja, eine geile Strecke finde ich dafür. Passt zu den Wagen super. Ja, danke. Fürs volle kann in die Bremszelle reinfahren. Gar nicht so gut. Ich kann die Kurve wirklich mit keinem Auto fahren. Bin immer mega langsam. Oder fahre die halt auch gar nicht richtig an. Ich weiß es gar nicht genau. Diese enge Kurve da. Irgendwie die schaffe ich mit keinem einzigen Wagen. Der Porsche, der fährt sich schon mal geil. Ja, das habe ich gut genommen. Nur ein bisschen noch vorbeischieben. Alter, kannst du wieder auf dem Gas bleiben? Bei seinem Kurvenausgang bin ich nur zweimal kurz, da bin ich nur zweimal kurz vom Gas gegangen. Deswegen Vollgas. So, hier nochmal kurz das Gas lupfen. Nicht mal bremsen. So, wieder ein bisschen was gut machen. Warum auch immer die KI da so übertrieben hart bremst. Langsam fährt. Ja, bei der Innenanfahrt ist, glaube ich, ziemlich gut. Und dann hier noch schön stempeln. Ja, das ist okay, aber kein Problem. Ja, das war, glaube ich, ziemlich. Das war schon mal besser als die anderen beiden Male in den letzten beiden Runden. Ja, aber Cayman, das fährt sich richtig nice. Falls ihr das Setup und Ding haben wollt, das ich gerade gemacht habe, ich meine, es sagt halt nichts Besonderes, aber werde ich vielleicht online stellen. Ist einfach nur meinen Gamertag eingeben, weil wenn es gelingt. Meine Setups heißen meistens nur Forza. Also nichts irgendwie Besonderes. So, Rundenzeit auch eine 1-1 immerhin. Da geht noch ein bisschen was. Unter einer Minute. Vielleicht. Aber auf jeden Fall eine 1, eine Minute, also nicht 1-1. Das geht auf jeden Fall noch weniger. Die guten 0,2 Sekunden. Oh ja, aber war nice. Also auch der Cayman. Man, es ist halt ein Porsche. Die fahren sich wirklich bis jetzt alle in Forza zumindest. Übertrieben geil. Mein Vorliegen der GT3 RS habe ich also ein bisschen von geschwärmt. So ein ganz kleines bisschen. Was der Wagen geil ist. Der GT4 ist halt mir auch, finde ich, mehr oder weniger so der kleine Bruder. Extrem, aber nicht ganz so krank. Aber auch definitiv schon ein ernstzunehmender Konkurrent hier. Ist ja auch geil, ne? Einfach geil. So ein Rennen machen wir noch. Ist aber die Frage natürlich, welches? Ich mache mal hier wieder alles auf, dass ich nur die Strecken sehe. Die Auswahl ist ja leider hier ein wenig begrenzt. Ja, Rally.
Finde ich zumindest, so mit normalen Rennen. Machen wir jetzt wieder das Rundstreckenrennen? Ich weiß halt nicht. Das bin ich, glaube ich, auch schon 20 Mal gefahren. Ich sehe mal die hier kommen. Die ist auch vielleicht schon bei Rambay, aber das juckt mich gar nicht. Na, wir porten uns auch da mal hin. Geht dann doch ein wenig schneller. Die Waldrundstrecke. Also die, dafür ist der Wagen auch, glaube ich, ziemlich gut geeignet. Weil das ist eine Strecke, da brauchst du einen richtig guten Kurvenspeed. Weil es sind teilweise auch echt lange Kurven, da hast du einen richtig guten Kurvenspeed. Das war dem Porsche, glaube ich, ganz gut dabei. So, wieder Fernrennen. So, was empfiehlst du mir denn hier? Du hast hier Sonnenaufgang, wieder ein bisschen 5 Runden. Nee. Wieder 3 Runden, das passt, glaube ich, eher. Auch schon hier in der S1-Kategorie relativ weit oben angesiedelt, ne? Trotzdem ist es eigentlich relativ leicht in Tunings. Also, ich meine, das geht ja noch, ne? So. Dick mal wieder so die gleichen Wagen. Hat sich, denke ich mal, nichts geändert. So, ich guck noch mal kurz. Noch neue Gesichter. Ach, ein Z4 fährt jetzt noch mit. Interessant. Und noch der Audi TTS. Keine Autos. So, zweiten Gang wieder total Grip. Scheinbar ganz gut eigentlich. Zumindest kein Platz verloren. Naja, ey. Was macht ihr da? Deswegen hier brauchst du echt einen guten Kurvenspeed. Erst mal warm fahren, würde ich sagen. Ah! Komm. Das war knapp, ne? So, mal kurz hier. Sorry. Muss dabei leider sein. Was mache ich denn da? Hab ich aufgehört zu lenken oder so? M2 habe ich jetzt sofort. Du hast noch zwei Autos, vielleicht nur noch eins. Boah, es geht geil, ne? Das war gar nicht gut. Da war das umso besser. Das ist auch noch im vierten Gang. Runtergeschalten. Ja, uiuiui. Ui, ui. Ich probiere, glaube ich, echt nicht Vollgas. Obwohl, wenn man die richtig gut anfährt, vielleicht schon. Ist er da leider gerade. Ui, deutlich reduzieren. Habe ich auch zu spät eingelenkt. Boah, der mit über 160 km/h hier. Er war auch Vollgas stempeln jetzt hier. Das glaube ich sogar noch vor dem Scheitelpunkt. Das ist einfach geil. Auch eine Rennmaschine, wie der GT3. Dass der halt noch krasser ist. Das hätte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen können. Weil der ist schon ein gutes Track-Toy. Ja, da war vielleicht nicht ganz so eine bessere Rundenzeit. Ich glaube noch ein bisschen besser. Vielleicht so ein 48,3 oder so. Was war das? 49,3? Oh, sogar 49,0. Ne, 48,0? Ich glaube 48,0. Ich brauche, glaube ich, eine Brille oder so. Damit auch, wenn ich mit, ja, die beste Rundenzeit eigentlich. Jo. Hat der M2 auf dem zweiten, dich nicht erwartet. Auch noch der Audi ganz hinten? Alter. Tja, das ist wohl nicht so gut, ne? Aber zwei Rennen, zwei Sieger, noch, ich würde mal sagen, zwei eigentlich relativ eindeutige Siege. War jetzt nicht so mega knapp. Liegt aber eher am Wagen und nicht an mir. Aber finde ich auf jeden Fall richtig gut.
Der Cayman lässt sich auch relativ einfach fahren. Finde ich einfach nur ziemlich, ziemlich genial. Nächste Folge aber auch leider schon wieder vorbei. Ihr seht, ich bin wieder im Drohnenmodus. Das war's leider für heute. Vergeht's dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder weiter mit dem Let's Play. Wahrscheinlich wieder mit einem Porsche. Ich meine, jetzt am Dienstag ist ja Forza dran. Da kommt ja auch der 918 ins Spiel. Werde ich vielleicht entweder den fahren oder vielleicht noch einen anderen Porsche. Also wird es eigentlich mal wieder Porsche sein. Und die normalen Folgen werden, denke ich mal, vielleicht nächste oder übernächste Woche weitergehen. Ich weiß gar nicht. Wann kommt die Folge überhaupt raus? Vielleicht zum Mittwoch oder so? Bei dir könnte Mittwoch rauskommen. Nee. Mittwoch oder Freitag. Geht es vielleicht denn die Woche darauf, also die ab dem, ich glaube, 24. dürfen die normalen Folgen wieder kommen. Denn ohne Porsche. Muss ich mal gucken. Also schon mal gesagt, nächste Folge auf jeden Fall wieder Porsche. Wieder irgendeinen geilen wird es geben. Vielleicht noch einen 18 oder den GT2. Werde ich mal sehen. Ja. Hier schön hinstellen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Das sind auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen Porsche. Denn die Marke ist einfach zu geil, deswegen muss die einfach mal gefahren werden. Deswegen muss das auch hier so im Let's Play quasi zwischengeschoben werden, weil es ist einfach Porsche, meine Lieblingsmarke. Ich mache ziemlich, ziemlich viel Spaß hier mit dem Porsche zu fahren, weil das einfach übertrieben geil ist. Deswegen, das muss einfach sein. Und da würde ich sagen, ich bin raus und ciao.